Küken mögen. Wieder hier mit einem Gast und die ist immer so böse zu mir. Ich weiß nicht, warum ich die überhaupt hier dabei habe. Weil du meinen Plüschhamster entführt hast, weil Brigitte heute keine Zeit hatte. Ja, aber warum sollte ich etwas von dir entführen, um dich dann zu erpressen, dass du mitmachst, wenn ich dich doch gar nicht dabei haben möchte? Weil du dachtest, es wäre eine gute Idee. Ah, ich bin dumm. Moment. Ich verstehe. Das macht Sinn. Also in einer Frauenlogik macht das Sinn. Oder du warst so verwirrt von deinen Nachbarn. Ach, das Thema. Ja, ich bin nicht alleine mit den dünnen Wänden. Was hast du für eine Wohnung? So eine ältere oder neuere? Das ist schon eine ältere. Also, ja, so eine ältere Krankheit, also so eine ältere Wohnung. Haus Krankheit. Ist, glaube ich, Baujahr 56. Ja, so ähnlich ist bei mir auch. Das ist ganz toll, weil ich habe hier dicke, fette Leisten unten am Boden, so Holzleisten. Und die neuen Heizungsrohre sind nur auf die Wände aufgelegt. Und da wurde dann so Plastikummantelung drum gemacht. Das ist ganz toll. Da hört man alles. Ja. Bei mir knatscht dafür alles. Na okay, und ich höre, wenn die Heizung an ist, unten auch aus dem Keller die Heizung. Ja, stimmt, das nervt schon. Ich höre, wenn bei mir oben Wäsche gewaschen wird. Weil die hat ihre Waschmaschine, so ein Toploader im Bad stehen und der ist unheimlich laut. Wenn die über mir ihren Trockner anmachen, dann vibriert jedes Glas und fällt runter. Ich habe mir jetzt Plastikgläser gekauft. Super. Echt scheiße. Deshalb, ich verstehe das, wir leiden schon ein bisschen. Aber wir müssen da durch, weil, ne? Miet ist billig. Ja, ich wollte eigentlich sagen, wir sind so Märtyrer und wir zeigen, dass die Welt unfair ist oder irgend sowas. Was soll's. Na, ich muss noch sagen, viele Zuschauer hier haben auch ummantelte, dicke Leisten. Leisten. Der war nicht witzig. Leisten ist so toll. Sonst hört man immer nur, ich habe Schmerzen in der Leistengegend. Deshalb ist es so selten, das Wort. Naja. Ich habe keine Eier mehr, weil diese blöden Hühner unglücklich sind. Wie realistisch. Sarah legt auch noch Eier. So. Du sollst nicht was von deinem Vater reden. Ich will nicht mit deinem Vater reden. Ich will mit dir. Will ich eigentlich gar nicht. Gibt es nicht irgendein bestimmtes Ereignis, was man auslösen muss, damit ja. Jetzt endlich mal. Ne? Schon mehrere, die aber alle nicht gekommen sind. Und das letzte, in der Phase, wo sie ist, das ist die letzte Phase, habe ich nachgeguckt. Ich habe also schon zwei übersprungen. Und in der Phase super. Sollte sie mich eigentlich auf ein Date einladen, um mich zu fragen, ob ich ewig bleiben möchte. Bumblebee, du bist im Weg. Danke. Und das ist so ein bisschen doof, dass das nicht kommt. Weil wir sind gerade in Weihnachten, da könnten wir so gemütlich vom Kamin kuscheln. Mann, ich gehe zur Bank, ey. Bestimmt ist es zu... Nein, es ist zeitlich gut. Ja, erzähl weiter. Ich gehe zur Bank und du kannst erzählen. Was, wie laut meine Nachbarn sind? Eigentlich, das könnte man ja aufnehmen. Ach nee, das bringt mir nichts. Nicht heutzutage, wo man alles bekommen kann. So, ich werde jetzt 80.000 mal in die Bank reinbringen. Und wehe, Bitch, du machst irgendwas mit meinem Geld, ey. Ich komm wieder, ey! Aber ihr seht eh alle gleich aus, ihr genmanipulierten, blöden. Okay, schon gut. Inzeststadt. Es ist ja irgendwie nur The Union hier. Die Stadt hat ja irgendwie nur. Incest Union. Genau. Das ist der Roboter, Cyborgs oder so, voll ekelhaft. Mag ich gar nicht. So, wir brauchen nämlich jetzt ein Thema. Jetzt kommt nämlich wieder Spannung pur beim Angeln. Heute mit Bojen, die mich angucken, während ich wieder mal Müll raushole und gleich wieder wegwerfe und dann mich wundere, dass ich es nochmal raushole, anstelle, dass Jack es einfach in Müll wirft und dann, ich habe keine Ahnung. Heute bei der Sendung mit dem Gate. Wir gehen fischen. Wahr. Ja, das sind die nächsten Parts. Ja, das ist super. Weil das Snowboard ist mir zu teuer und das hole ich mir dann erst, wenn es billiger ist. Und ja, was kannst du dann von dem Snowboard? Bist du schneller oder? Nein, Snowboard kannst du nur an einer Stelle machen. Und dann kannst du Plätze belegen. Und dann irgendein Platz gibt dir eine Powerberry. Na toll. Und ich will nicht bis nächstes Jahr warten, weil ich brauche diese Powerberry unbedingt. Wir erinnern uns, wie oft ich doch in Ohnmacht gefallen bin, weil ich keine Energie mehr hatte bei diesem Spiel. Oh ja, ich erinnere mich. Ja, das waren schlimme Zeiten. Wie oft du schon am Feld zusammengebrochen bist und die ganze Nacht dort lagst, während sich Sarah einen gemütlichen Abend vor dem Fernseher gemacht hat. Ja, nicht mal das. Die sitzt einfach immer nur am Tisch. Ich glaube, die ist autistisch oder so. Ich habe keine Ahnung, was das mit der ist. Das ist richtig, richtig unheimlich. Nee, aber ernsthaft, ich habe den ganzen fucking, also den ganzen Hof habe ich voll mit Anbauten. Und es
ich bin nicht einmal irgendwie am Erschöpftsein. Das ist schon seltsam. Ich habe entweder einen Bug oder so, oder es ist einfach nur wieder schlecht programmiert. Naja, erzählen wir doch, wie wäre es, wenn du Werbung machst für deinen Kanal? So, mach das. Was, dass man sich meine schlechten Let's Plays anguckt? Die sind nicht schlecht. Wieso schlecht? Ja, sonst hätte ich mehr Aufrufe. Also ja, muss ja irgendwas ist, falsch sein. Das wird uns doch beiden gesagt. Bei mir ist es ja auch, dass einige sagen, oh, du hättest eigentlich mehr Abos verdient. Dann denke ich, das ist super nett. Aber vielleicht haben wir einfach die coolen Kids bei uns als Zuschauer, weißt du? Und das nicht diese ganzen Doofen. Wir haben die Leute, die wirklich sich dafür interessieren. Ich meine, wer bis jetzt, wir können zum Beispiel als Beispiel, jeder, der bis jetzt geguckt hat, ein Winter-Level, wo wir nicht über nichts richtig sprechen, sondern einfach nur Harvest Moon 3 gespielt wird, der schreibt in Kommentar, ob dazu oder nur einmal schreibt, warte, was könnte man dann schreiben, was nur die denn wissen? Marzipanbrot. Weil ich liebe Marzipan. Jetzt fängst du auch schon an so einem komischen Nein, keine Meme. Keine Meme. Einfach nur unter meinen Kommentar. Jeder, der nämlich nicht so weit geguckt hat oder nicht so weit guckt, der weiß nicht, wie coolen Kids Marzipanbrot geschrieben haben, weil nur die haben so weit geguckt schon. Verstehst du? Ah, und machen mit, denn coole Kids machen das, was die meisten machen. Denkt immer dran. Das ist wichtig. Und alles, was ich sage, ist sowieso Gesetz. Weil ich Gott bin. Ach so. Ja. Warum kannst du an YouTube nicht sagen, dass sie das neue Design nicht am 7. März einführen sollen? Weil YouTube Satan ist. Und Satan ist, wie wir wissen, stärker als Gott. Ach Mist. Weil wie viele Kinder sterben irgendwie an brutale Unfälle und wie viele werden gerettet? Ja. Nee, da habe ich mal wieder. Ich habe was gesehen. Da ist eine Frau natürlich, seitlich so in Sand gefahren und kam nicht mehr raus, weil sie nicht wusste, dass im lockeren Sand das Auto nicht mehr rauskommt, weil das ist ja Logik. Und dann hat sie gesagt, oh bitte lieber Gott, mach, dass ich wieder rauskomme. Wo ich mir gedacht habe, warum hat Gott überhaupt zugelassen, dass du überhaupt reinfällst? Vielleicht will er sie ja prüfen. Ja, geprüft hat sie, dass sie sich sexy das nächste Auto mit zwei Männern geholt hat. Und die haben ihr rausgeholfen. Und sie hat keinen Finger gerührt. Wow. Das sind halt die Vorteile einer Frau. Da erwartet man nicht, dass sie da irgendwas am Auto machen kann. Ja, aber die Vorteile musste sie nur einsetzen, weil sie Nachteile hat. Also so gesehen ist Gott eigentlich ziemlich nicht effizient, finde ich. Also irgendwie kommt er mal wieder auf Null. Das ist so ein bisschen, weiß nicht, Satan ist da besser. Wenn Satan sagt, bring einen um, du bringst einen um. Boah, du kannst nicht mehr ändern, ne? Das war schon super. Da kommst du nicht mehr auf Null. Das Kinderheim ist jetzt abgebrannt. Verstehst du? Lümmelland ist abgebrannt, ne? Ganz schön schlimm. Dieses, wie ging das nochmal? Schlaf, Kindlein, schlaf. Dein Vater ist ein Schaf. What, Mama, was machst du in deiner Freizeit, du perverse Sau? Mäh. Weißt du, so ein bisschen. Finde ich sehr schön. Was sind du für Kinderlieder? Kennst du das nicht? Schlaf, Kindlein, nee. Schlaf. Ja, doch, aber halt. Nee, die Mutter ist ein Schaf, ne? Der Vater ist in Lümmelland. Lümmelland ist abgebrannt. Voll ekelhaft. Ach, das ja, heißt, die der Version. Der Vater vögelt erstmal ein Schaf. Und dann geht er in irgendein Lummerland und verbrennt da qualvoll. Naja, da hat man immer gut geschlafen danach. Und dann haben sich die Kinder, dann wundern sich kein die... Kein Wunder, dass wir so sind, das erklärt alles. Ja, dann wundern sich die Eltern, wenn sie dann nie eine Nacht für sich haben. Weil die Kinder immer wieder ankommen mit Albträumen. Und dann gehen sie irgendwie, sagen sie, die Spiele sind schuld. Ich hatte nie Albträume von Terranigma. Just saying. Aber naja. Es ist ja aber auch bei den Originalversionen der Märchen, nicht die Disney-Versionen, die Originalversionen, die sind ja auch immer recht heftig. Ja, das habe ich ja bei einem Märchen, da wo ich Rotkäppchen erzählt habe, auch gesagt, dass mal jeder, der sich dafür interessiert, die Originale mal durchlesen soll. Das ist ziemlich eklig. Alleine, es gibt so eins, wo Brüder sich gegenseitig umbringen und dann die Knochen vom Bruder anfangen zu singen, jedes Mal, wenn jemand über das Grab läuft. Das ist ekelhaft. Was ist das denn für ein Märchen? Und dann findet jemand, ich glaube, das ist diese Brücke des Bruders oder irgend sowas. Und dann findet jemand den Knochen und macht daraus eine Flöte, geht zu dem hin, der ihn umgebracht hat, der ist König geworden und spielt mit der Flöte. Und die Flöte sagt immer, du bist der Mörder, du bist der Mörder und so. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Wurde das mal verfilmt? Keine Ahnung, ich glaube, alles wurde verfilmt, ne? Weil ich habe früher auch gern diese, sind das belgische Versionen?
Oder als mal laufen. Auf jeden Fall mal so Märchenversion aus dem Ausland. Ja, die waren schon etwas heftiger. Ich glaube, die kommen aus Belgien. Die wurden aber schön verfilmt, muss ich sagen. Ja, die habe ich immer gern geguckt als Kind. Auch wenn sie sehr gruselig waren und mein Weltbild zerstört haben, was Disney in jahrelanger Kleinarbeit aufgebaut hat. Ja, also bei Disney war... Ich sag nicht, Disney ist schlecht, aber ich war als Kind relativ schnell gelangweilt, weil es immer gleich war. Und dann war ich überrascht, dass die später, so Ende der 90er, wieder mit besseren rauskamen, wo man echt überrascht war. Und dann kam Pixar und habe ich mir gedacht, oh, Disney braucht keiner mehr. Aber einfach überraschend, weißt du. Aber es ist trotzdem immer noch kindgerechte, familiengerechte besser gesagt. Na, und es ist trotzdem schön gemacht. Das ist ein bisschen so für Actionfreunde Transformers 3 und für so welche Schmalzfreunde halt dann das. Weil alle sagen, der König der Löwen ist der beste Film überhaupt. Und dann denke ich mal, der ist gut. Aber er ist jetzt nicht überraschend oder keine Ahnung. Naja, also der beste Film. Er ist schön gemacht, aber das war's auch. Ich finde es noch ein bisschen sehr seltsam alles in dem Film. Es geht alles sehr rucki-zucki später und teilweise gibt es auch ziemliche Logiklöcher. Zum Beispiel, warum er übernimmt das alles, warum geht dann die Bäume kaputt im Land? Das habe ich nicht ganz verstanden. Wenn sie nämlich alle Fleischfresser, alle Pflanzenfresser töten und nicht haushalten, dann können die Pflanzen nicht gefressen werden. Ach, ja, schon gut. Nicht zu viel drüber nachdenken. Das ist Disney-Logik. Jedes Mal, wenn du Disney-Logik in Frage stellst, bringst du einen Engel um. Oh na, hä? Was sind die Engel denn dafür? Die armen Engel. Disney ist ja böse. Disney ist also Satan. Ja, das ist so eine Abwandlung von dem, jedes Mal, wenn du bei einem Anime die Logik in Frage stellst, bringst du ein Catgirl um. Nö, das geht ja wieder. Aber echte, ne? So echte Catgirls. Ja, natürlich. Ja, dann ist es in Ordnung. Oh, magst du keine Catgirls? Also nee, Catgirl in so, zum Beispiel bei Brave Story, was ich ja gerade gespielt habe für PSP, da kommt ein apropos, jeder, der auf Lolli steht, Brave Story spielen. Also, da ist ein kleines Mädchen und das hat fast nichts an und es ist ein Catgirl und macht die ganze Zeit, und die ganzen älteren Leute reden sie an und sagen, oh, du hast aber ganz schön was schon. Und dann geht die Kamera so über sie rüber. Also, ziemlich heftig, aber die ist ziemlich nett. Bloß echte Catgirls gibt es ja nicht und die sind dann meistens eher so entweder Schlampen oder nervtötend. Also nicht immer, aber man muss immer, wenn bei Cosplay würde ich es noch verstehen oder bei irgendwie Rollenspielen, aber nicht, wenn sie ist echt denken. Bist du ein Catgirl? Nein, also, ich bin ein Reisbällchen. Ja, aber du bist ja auch Neko, da könnte ja auch ein Catgirl sein. Ja, aber ich bin kein Neko-Girl, ich bin ein Neko-Giri. Oh, ein Glück. Ich bin ein Katzenreisbällchen. Dann habe ich dich heute nicht total beleidigt, sondern nur ein bisschen. Ach, da stehe ich drüber. Ja, das merke ich. Da bin ich nicht so empfindlich. Das merke ich. Das liegt am Alter. Meinst du? Oder es liegt einfach daran, dass wir einfach besser sind und intelligenter und toller und überhaupt... Das könnte natürlich auch sein. ...als alle anderen auf der Welt. Und bescheidener. Vor allem bescheiden. Ja, wir als Götter können uns das erlauben, ne? Genau. Aber das ist doch schön. Nein, worauf kam, war, wer weiß, was hatten wir jetzt eigentlich für ein Thema? Märchen. Ach ja, genau, Catgirls Märchen. Die PMS ist ein Märchen, Leute. Du musst es ja wissen. Ausgerechnet du. Damit will ich einfach nur den allen Leuten so zeigen, so, macht nicht mit, lasst euch nicht drauf ein. Der Part ist so kurz. Wir räumen einfach mal hier ein bisschen auf. Aber ich weiß, es kommt noch ein Sturm. Deshalb eigentlich kann es uns auch egal sein. Wie gut, dass nichts von unseren wie heißt das, wenn man mit einer Harke ein Feld bearbeitet? Was kommt dann raus? Pflügen? Ja, aber das, was man dann hat. Wo man was aussät. Felder. Hat es ein Wort? Sollte mal eigentlich, ne? Komm, wir machen ein Wort dazu. Das heißt jetzt, wir müssen irgendwas zwischen Felder und Hake oder so nennen. Hake? Nein, das muss irgendwie besser von den Lippen kommen. Das heißt ab sofort Jackies. Genau. Okay. Das müssen wir den Duden jetzt sagen.
dass die, dann müssen die, dann bestellen die Leute, die, also die Bauern die Felder und pflügen neue Jackies oder so. Das ist auch wieder doppeldeutig. Naja. Ist egal. Das Unkraut ist mir auch gerade egal. Wir haben nämlich erst den 9. Und die Tiere sind immer noch pissig, Emo-Tiere. Wieso seid ihr beim Sturm nicht rausgekommen? Und Hero überlebt so einen Sturm und die nicht. Hero beschwert sich nie. Ne, Hero, dabei kannst du nicht mal hochfliegen. Oder er fliegt dann einfach, im Sturm freut er sich, weil er dann ganz hochfliegen kann. Und genau. Dann bringt er dir Samen. Ja, so wie Sarah. Aber das weißt du, das hast du jetzt nicht verstanden, weil du ein paar Parten noch nicht geguckt hast, der vor kurzem. Schon gut, egal. So, das war auch wieder der Tag. Gott, das geht alles so schnell. Ja, ist ja auch nicht so viel. Ich warte bis abends, ich fische und das war's. Und weil wir die ganze Zeit draußen sind, geht die Zeit schneller vorbei. Wie im richtigen Leben. Ja, natürlich. Wenn man im Haus ist, geht die Zeit nicht vorbei, aber doch hier schon. Deswegen haben wir Gamer auch einen 48-Stunden-Tag. Ah, wäre das schön. Wenn die Zeit nicht weitergehen würde, wenn man irgendwo reingeht. Man könnte auch so lange, also da könnten alle Frauen ewig shoppen. Ach, scheiße, für die Männer. Ach, doof. Dann können sie nicht irgendwie sagen, wir müssen auch wieder shoppen. Ich mag Shopping gar nicht. Ich glaube, ich würde es mögen, hätte ich ganz viel Geld. Das ist natürlich schon wieder was anderes. Dann würde ich, glaube ich. Alle unhappy. Musst du ja nicht auf die Preise gucken, sondern kannst einfach das kaufen, was du willst. Genau, dann gehe ich irgendwie durch und das ist dann richtiges Shoppen. Dann sage ich mir, das finde ich toll, packen Sie das ein. Das kostet aber 5 Millionen Trillionen Dollar Franken. Das kann ich mir leisten, denn ich habe die Mastercard. Die Game Mastercard. Sarah, was ist los mit dir? Sarah? Bist du traurig, Sarah? Sarah, rede mit mir. Sarah. Sarah ist tot. Ach nee, doch nicht. Ach, da läuft sie wieder. Ach, das ist nur die Winterstarre. Ist in Ordnung. Dann, war's schon das? Schon in den Winterschlaf verfallen. Deswegen wird's nichts mit eurem Date. Ja, der legt sich ja nie ins Bett. Ich sehe ja nie, dass sie ins Bett. Vielleicht ist ein Vampir. Deshalb geht sie nie raus. Dann müsste sie aber in der Sonne glitzern. Ach, sie geht ja nie raus. Da kann man es nicht nachprüfen. Ich sehe nie, dass sie draußen ist. Nie. Sie ist entweder bei den Tieren oder im Haus. Oh mein Gott, deshalb will sie diese Events nicht triggern und mit mir raus. Oh mein Gott. Wir finden es raus. Ich muss sie fehlen. Siehst du, und schon wieder in den Köpfen der Leute, weil die so jugendliche Jungs sind. Und nee, die wissen nicht, was fehlen bedeutet. Also kommen sie nicht auf die Doppeldeutigkeit. Ist egal. Ich bedanke mich noch einmal für diesen Part mit dir. Bitte, bitte. Ja, nie wieder. Immer dieses gegen Ansprechen und das kann ich gar nicht. Ich möchte dann lieber mit mir so, und wenn ich dann sage, Supergate, hast das wieder toll gemacht, geiler Part, dann sage ich, oh, danke schön, hätte doch nicht sein müssen, aber ich weiß, ich bin toll. Ja, und wenn ich so einen Gast habe, dann kommt nur sowas wie, total nervtötend. Ja, es ist halt nicht genug Platz für dich und dein Ego in dieser Konfi. Ja, deshalb schläft mein Ego ja auf der Couch, hat immer Rückenschmerzen. Ach, bei Brigitte. Läuft er immer so gebückt. Ach so, warte mal, Brigitte könnte natürlich auch schuld sein. Da muss der Ego vielleicht in der Badewanne. Deshalb ist er erkältet. Ich jetzt verstehe ich. Deshalb, ach, das arme Ego. Ja, er stirbt auch bald. Oh Gott. Ja, aber muss ich durch. Ich bin zu geizig, ihm irgendwas zu geben. Ist ja doch besser so. Hat eh nur drei. Eine Beerdigung ist teurer wie Medikamente. Dann werfe ich auf den Müll. Ist sowieso schon so klein. Das hat sie gesagt. Okay. Ich schicke dir deine Schuhschachtel dafür. Oh, nee, da tue ich was anderes rein. Irgendwelchen Zeug, Ramsch, den ich eh hier rumliegen habe. Irgendwelchen Nippes, den du da irgendwo liegen hast. Genau, meine ganzen Zettel auf dem Schreibtisch, das ist super. Dann kann die nie liest. Ja, dann kann ich noch weniger lesen, weil sie dann irgendwo noch in Schubladen sind. Oder machen sie noch mehr Sinn? Ja, also in dem Sinne, dass sie keinen Sinn machen, machen sie noch mehr Sinn, das stimmt. Aber dann vielleicht irgendwann in 50 Jahren gucke ich nämlich sie raus, gucke sie mir an und denke, ach ja, stimmt ja, Oma besuchen und füttern. Und kannst du dann deinen Enkeln zeigen. Ja. Guck mal, das hat euer Opa immer sich notiert und eh nie gelesen. Ja, aber dann, welcher Enkel? Weil auf irgendeiner Zelle steht auch Hochzeit. 15 Uhr, weißt du? Upsi. Und dann habe ich einen Schlüssel draußen liegen lassen. Du vergisst aber, dass eine Frau sich alles merkt. Die würde dich noch im Pyjama dann vor den Trauertat zerren. Vielleicht stand da auch irgendwo drauf, Medikamente für Frau mitnehmen. Und dann habe ich dann daneben so einen ausgeschnittenen Zettel, warum auch immer, das macht jetzt keinen Sinn, aber bitte nicht drüber nachdenken. Frau erfriert draußen beim Warten. Und dann zähle ich das so zusammen. Warte, ich habe vergessen, Suikoden durchzuspielen. Und dann setze ich mich ran, spiele Suikoden und alles ist wieder gut.
Und ich musste nicht mal für meine Frau bezahlen, weil keiner wusste, wer sie ist. Und sie wurde dann einfach nur ins Wasser geworfen. Und da, seitdem ist sie eine wunderschöne Meerjungfrau. Und versucht, zu mir hinzukommen, aber weil ich nicht ans Wasser gehe, ruft sie immer durch die Toilette. Aber dann spüle ich oder einfach einmal. Oder schickt Jake Nachrichten. Ach so, ja, mit denen hat er ja schon gepimpert, hast du nicht mitbekommen. Kommt noch. Kommt. Okay, jetzt haben wir doch... Spoiler mich doch. Ja, für die, die das gucken ja nicht. Ich brauche die Parts ja gar nicht mehr anzugucken. Doch, du willst doch gucken, wie sie aussieht und ob sie Nippel hat. Du als Frau interessierst dich doch für sowas. Ja, natürlich. Ich meine, ich habe gern halbnackte Frauen als Spielfiguren und sowas. Wir müssen die Fantasien der Zuschauer, der jungen Zuschauer ja auch anregen und weiterhin beflügeln. Dass du als Frau andere Frauen total anziehend findest und durchgehend, obwohl du hetero bist, mit ihnen schlafen möchtest. Ja, natürlich. Also ich bin total rattig auf Scarlett von Venetica. Ja, siehst du. In ihrem bauchfreien Oberteil. Ja, aber es ist aber auch schwer, während sie rumläuft, nicht auf den Arsch zu gucken. Das stimmt. Ja, jetzt müsst ihr alle zu ihrem Kanal rüber und nachgucken, ob das stimmt, weil ihr ja so hormonbedingt darauf aufgegeilt seid. Also bei Gate könnt ihr euch die männliche Variante angucken mit Rhythm und bei mir gibt's dann den Tittenbonus. Ja, aber Scarlett. Aber der Typ bei Rhythm ist nicht hübsch. Scarlett ist hübsch. Das ist unfair. Aber Rhythm, vielleicht findet den ja trotzdem jemand hübsch. Stimmt. Ich meine, Geschmäcker sind ja verschieden. Außerdem mögen Frauen ja, wenn sie etwas aufbauen können wieder heil machen und so. Genau. Dann könnt ihr das machen. Außerdem gab's eine Badeszene bei Rhythm. Sexy, mit Kleider und so. Okay, das war sehr interessant. Jack steht vorm Bett und guckt einfach nur und denkt sich, oh mein Fresse, ey, was für ein peiniges Volk. Und das hat er vollkommen recht. Meine Pornos. Stimmt, vielleicht unter einem Bett ist das. Und er wartet einfach darauf, dass irgendwann Sarah mal vorm Rumlaufen müde umfällt oder so, wie so ein Tier. So, oh, und dann, vielleicht kann man sie auch mal rausschmeißen, das wäre lustig. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, wenn ich danach ein Wii-Spiel spiele. Dieser Umgang, kann man so richtig merken, was sich verändert hat. Das wird total ein Experiment und auch gleichzeitig meine Doktorarbeit. Sehr interessant. So, ich bedanke mich nochmal bei dir und 5 Minuten, das war doch mal schön. Und ich hoffe, bis bald und bis zum nächsten Parfum Harvest Moon. Sag tschüss. Tschüss. Tschüss.